try to put us down. Just because we could get around. Hope I die before I get old. Kaum ein Jahrzehnt hat Deutschland so geprägt wie die 60er Jahre. Der Kalte Krieg beherrschte die Welt. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy, der sich für Bürgerrechte und gegen Diskriminierung einsetzte, wurde ermordet und Deutschland wurde durch den Mauerbau 1961 in zwei geteilt. Zusätzlich aufgrund der Kuba-Krise, bei der man kurz vor einem Atomkrieg stand, und dem Vietnamkrieg fühlten sich viele junge Menschen desillusioniert und stellten die Werte und Normen in Frage. Es entwickelte sich eine Antikriegskultur, die von Frauen, Studenten und Hippie-Bewegungen geprägt war. Sie legten den Grundstein für mehr Freiheit und Gerechtigkeit, aber auch für mehr Gewalt und die Entstehung der Terroristengruppe RAF. Diese trat unter anderem aus den Studentenbewegungen hervor. Die Studentenbewegung begann in den 60ern, die öffentlichen Hochschulen zu kritisieren. Sie forderten zum einen zeitgemäße Lerninhalte, soziale Chancengleichheit, bessere Lernbedingungen und dass keine Lehrkräfte mehr mit einer NS-Vergangenheit vertreten waren. Außerdem hatten sie noch politische Forderungen. Zum einen die Unabhängigkeit der BRD im Vietnamkrieg und die Abschaffung des Notstandgesetzes. Einige Studenten gründeten 1962 die Gruppe Subversive Aktion und andere die Kommune 1. Ab 1966 entstand unter der Führung des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, SDS, die Außerparlamentarische Opposition, APO. Die APO mobilisierte sich besonders, nachdem der Student Benno Ohnesorg bei der Demonstration am 2. Juni 1967 in West-Berlin gegen den Schah von Persien erschossen wurde. Außerdem wurde am 11. April 1968 der Studentenführer Rudi Dutschke bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt. Folglich entstanden viele Demonstrationen, die in bürgerkriegsähnlichen Ausuferungen mit der Polizei endeten. Dieses Attentat radikalisierte einige Gruppen, jedoch wandten sich gleichzeitig viele Studenten wegen den wachsenden Gewalttaten von den Vereinigungen ab. Als eine Folge dieser 68er-Bewegung gründete sich um Andreas Bader, Gudrun Enzling und Ulrike Meinhof die terroristische Rote Armee-Fraktion RAF. Große Teile der Bewegung wandten sich dagegen der SPD unter Willy Brandt zu. Zudem können die Grünen und weitere Bürgerrechtsbewegungen wie die Schwulenbewegung als späte Folge der 68er-Bewegung gesehen werden. Auch eine Anti-Atomkraft-Bewegung formierte sich Mitte der 1970er Jahre. Eng mit ihr verbunden war die Umweltbewegung, die durch die Nachricht des Waldsterbens 1981 ins Laufen kam. Die Gründung der Partei der Grünen 1980 steht mit ihrem engen Zusammenhang. Als neue Friedensbewegung bezeichnet man die Proteste ab 1979, die durch den NATO-Doppelbeschluss ausgelöst wurden. Neben der Studenten- und Friedensbewegung kam es aber auch zu einer sexuellen Revolution in den 60er Jahren. Denn in den 50er Jahren war das Thema Sex tabu. Der Verkehr vor der Ehe sowie Homosexualität standen zu der Zeit sogar noch unter Strafe. Auch Abtreibung war verboten und wurde mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft. Ungewollte Schwangerschaften waren ein ernsthaftes Problem. Mädchen, die noch zur Schule gingen, wurden deswegen von der Schule verwiesen und die Zahl der Frühehen stieg Anfang der 60er Jahre stark an. Etwa in der Mitte des Jahrzehnts lockerten sich dann allmählich die sexuellen Moralvorstellungen. Ermöglicht hat diese sexuelle Revolution auch eine bahnbrechende Erfindung aus Amerika. Eine kleine Pille namens Envoy 10. 1961 brachte die Berliner Schering AG die erste in den USA entwickelte Anti-Baby-Pille auf den deutschen Markt. Vorreiter und wichtiger Initiator der bürgerlichen Sexwelle war der Volksaufklärer Nummer 1 Oswald Kolle, der zahlreiche Artikel, Bücher und sonstige Publikationen über Sexualität veröffentlichte. Sogar Politiker wie Käthe Strobel, die Bundesministerin für Gesundheitswesen war, setzten sich mit Aufklärungsfilmen und dem Sexualkundeatlas für die sexuelle Aufklärung ein. Auch die Geschäftswelt erkannte bald, dass mit der neuen Freizügigkeit gutes Geld gemacht werden konnte. Gewagtere Bilder in der Werbung und auf Titelblättern von Zeitschriften, Geschichten über Sex und freizügige Veröffentlichungen in Illustrierten sowie Sexfilme in den Kinos lockten die Kundschaft an. Wie die Hungerszeit der Nachkriegsjahre die Fresswelle der 50er Jahre zur Folge hatte, entwickelte sich aus der Pruderie die Sexwelle der späten 60er. Jugendliche wurden in der Schule aufgeklärt, auch unverheiratete Mädchen bekamen die Anti-Baby-Pille und Kondome waren nicht nur in der Apotheke zu erhalten. Aber als ob das noch nicht alles gewesen wäre, neben der Friedensbewegung, Studentenbewegung und sexuellen Revolution kam es auch noch zu einer Emanzipationsbewegung in den 60er Jahren. Die Frauen forderten eine rechtliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung.
Sie wollten das traditionelle Bild der Hausfrau und Mutter aufbrechen und bestanden auf Unabhängigkeit. In den 1960er Jahren ist der Frauenalltag noch weitgehend von den traditionellen Arbeitsteilungen bestimmt. Durch die sexuelle Revolution in der zweiten Hälfte der 1960er werden schließlich auch Ausbildung und Beruf zu einem wichtigen Bestandteil der weiblichen Lebensplanung, auch wenn die Berufswahl weiterhin geschlechtsspezifisch erfolgte. Zum Symbol der sexuellen Befreiung und Emanzipation der Frau wird der Minirock, mit dem sich Frauen schöner und freier fühlen. Seit 1949 wurde der Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. In der Realität haben sich die Frauen jedoch alles andere als gleichberechtigt gefühlt. Vor allem in den 50er und 60er Jahren. Ein uneheliches Kind war für die Frau gesellschaftlich eine Katastrophe. Seine Mutter erhielt nicht einmal das Sorgerecht. Das Ehe- und Familienrecht bestimmte den Mann zum Alleinherrscher über Frau und Kinder. Eine Ehefrau musste ihrem Mann jederzeit sexuell zur Verfügung stehen. Wenn er sie und die Kinder misshandelte, galt das als Privatsache. Verheiratete Frauen durften nur dann arbeiten gehen, wenn der Mann es ihnen erlaubte. In den 60er Jahren machten viele Bücher zur Emanzipation der Frau den jungen Frauen Mut. Die neue Frauenbewegung hat viel erreicht. Frauen haben mehr Selbstbewusstsein und bessere berufliche Chancen als vor 40 Jahren. Sie sind rechtlich endlich in allen Bereichen der Männer gleichgestellt und ein uneheliches Kind ist keine Schande mehr. Scheidungen stürzen Frauen nicht mehr in Existenznot und Ehemänner, die ihre Frauen und Kinder schlagen, müssen die Wohnung verlassen. Auch Vergewaltigungen in der Ehe sind nicht mehr rechtens. Und, wie wir alle wissen, in Kinderbüchern und im wahren Leben sind Mädchen häufig mutig, klug und ganz schön frech. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick in die Gesellschaft der 60er Jahre geben. Und ein besseres Verständnis, wie es zu den Umständen heutzutage kam. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.